Servus, hallo und herzlich willkommen beim Holzbastler. Ich bin der Micha und in dem Video heute werde ich diese Spannzange für meinen Werktisch mit euch zusammen bauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es euch mit anschaut. Bleibt dran, nach dem Intro geht's gleich los. Bei diesem Projekt habe ich mich jetzt für Buchenleimholz entschieden. Hat den ganz einfachen Grund, es ist erschwinglich, es ist relativ günstig, es ist sehr, sehr hart. Das heißt, für eine Vorderzange, da ist es halt einfach wichtig, dass sich das Holz nicht verzieht und dass da nichts irgendwo eindrücken kann. Deswegen Buchenleimholz. Grundsätzlich, wenn ich ein Projekt mache, ich mache mir vorher immer ein paar Gedanken. Das heißt, ich habe es in SketchUp vorher geplant. Schaut dann in etwa so aus, wenn ich mir die Sache ausdrucke. Und dann versuche ich das danach so gut wie es geht zu bauen. Nichtsdestotrotz ist es aber trotzdem immer noch so, dass man einige Sachen einfach nicht richtig planen kann oder man sieht es dann, wie es wirklich aussieht und denkt sich dann, okay, so kann ich das nicht lassen, so wird es nichts. Deswegen ist es halt trotzdem immer noch einfach probieren, versuchen und jetzt fangen wir einfach mal an und ich säge mir jetzt mal die ersten Teile zu. Und schau, ob es so funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Also, los geht's. So, die ersten Teile sind geschnitten. Ich stelle mir das so vor, dass ich hier jeweils zwei Leimholzplatten aufeinander nehme. Einfach, dass ich genug Stabilität habe, dass sich nichts verzieht. Das heißt, das nächste, was ich jetzt mache, ist jetzt diese beiden Leimholzplatten jeweils zusammenleimen. So, alles verleimt, jetzt lassen wir das trocknen und wenn es fest ist, geht's weiter. In der Zeit, wo jetzt meine Backen trocknen, mache ich mir jetzt gleich noch die Stützen, die ich dann brauche, weil, ich zeige euch das mal, es ist ja dann, am Ende soll es ja dann so sein und dann brauche ich hier irgendeine Stabilisierung, weil wenn ich hier das festspannen will am Tisch, dann muss das hier fest sein. Deswegen möchte ich mir hier so dreieckige Stützen reinmachen und die schneide ich mir jetzt zu. Mir erst alles zusammensuchen muss. Deswegen echt mein Tipp, richtet euch eure Werkstatt, euren Arbeitsplatz so ein, dass ihr nicht alles erst suchen müsst, was ihr braucht. Das ist echt das Wichtigste und das ist für mich jetzt auch Priorität 1. Ich muss hier mir einen Arbeitsraum schaffen, wo es Spaß macht zu arbeiten. So, ich habe mir jetzt diese beiden Stützen schon mal zugeschnitten. Das sind dann die, die dann so dahinter kommen werden. Bevor ich die aber jetzt dann festmache, müssen wir jetzt trotzdem erst noch warten, bis die Backen trocken sind. So, jetzt habe ich alle Teile zugeschnitten. Die Wangen sind gut miteinander verleimt, sind getrocknet. Jetzt will ich es mal aufbauen, so wie es am Ende ausschauen soll.
So in etwa soll es dann zum Schluss aussehen. Prima. Dann würde ich sagen, als nächstes setze ich mir jetzt erstmal die Dübel, wo ich diese Stützen hier anbringe und wo ich das Brett hier anbringe. So, die Dübeldächer sind gebohrt, das heißt, wir können jetzt erstmal anfangen und können das alles mal so zusammenstecken, wie ich mir das vorstelle. So, soweit passt's. Bevor ich jetzt anfange, das alles zusammen zu leimen, möchte ich aber mir erst den Rest, die restlichen Löcher bohren, die ich noch brauche. Hat einfach den Hintergrund, dass ich dann jetzt noch besser rankomme. Wenn ich das alles später mache, wenn das zusammengeleimt ist, dann muss ich immer irgendwie schauen, dass ich die Löcher noch reinbringe. Ich möchte jetzt hier zwei Gewindestangen durchsetzen und die dann hinten mit der Mutter einfach hier verschrauben. Und die Mutter muss dafür natürlich ins Holz rein. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kriege ich die rein. Ich habe leider nicht einen Bohrer, der die Größe hat. Deswegen habe ich nur einen 20er Bohrer. Die haben hier einen 22er Abstand. Und selbst dann zieht es in das Buchenholz diese Mutter einfach nicht rein, weil das einfach zu hart ist. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, ich stemme das dann einfach raus und habe mir jetzt die Größe der Mutter in Photoshop einfach mal nachgezeichnet. Und was ich jetzt mache, ich habe mir jetzt da schon mal den Mittelpunkt erstmal markiert. Was ich jetzt mache, ist, ich schneide mir das aus, klebe es mal einfach hier drauf und kann dann genau diesen Punkt einfach rausarbeiten. Ich bohre es dann mit einem 20er Bohrer jetzt einfach vor, beziehungsweise also mit einem 20er Fossner Bohrer bohre ich es jetzt einfach vor, dass ich schon mal das grundsätzliche Loch habe und dann mache ich den Rest mit dem Stemmeisen.
Ja, ihr habt gesehen, der Plan war gut, aber die Ausführung war halt einfach scheiße. Ja, manchmal, man soll es halt vielleicht doch trocknen lassen, bevor man weitermacht. Ich versuche jetzt einfach, das nochmal so ein bisschen drüber zu kleben, dass ich meine Schablone zum Rausstemmen noch habe. Hat man ja Gott sei Dank genug ausgedruckt. So, die Schablonen habe ich drauf. So genau oder so fest müssen die jetzt auch nicht drauf sein, weil es geht hauptsächlich darum, dass ich weiß, wo ich Stemmeisen ansetzen muss. Und wenn ich die ersten Stiche gemacht habe, dann brauche ich die Schablone gar nicht mehr. So, hat ein paar Minuten gedauert, aber es passt. Und als nächstes werde ich jetzt mal die Löcher durchbohren, wo die Gewindestangen dann von der anderen Seite durchkommen. So, jetzt kommt die große Überraschung, nämlich ob es tatsächlich passt. Aber das schaut gut aus. Ich möchte es jetzt bloß nicht ganz reindrehen, weil dann kriege ich die Mutter nie mehr raus. Aber so wird's hinhauen. Prima. So, ich möchte natürlich, dass die Löcher jetzt genau fluchten. Deswegen werde ich mir jetzt gleich die Löcher auf der Gegenseite bohren. Yeah.